Shalom, liebe Glaubensbrüder. Ich wurde überraschenderweise noch nicht ans Kreuz genagelt und die zweite Folge meiner Bibelkunde steht an. Ich bin ja angeblich so intolerant, was Religion angeht. Dabei sind die Leute, die mich für intolerant halten, einfach nur intolerant gegenüber meiner Intoleranz. Viele sagen, die Bibel sei nicht wörtlich zu nehmen und steckt nur voller Symbolik und Metaphern. Oder dass die 7 Tage, in denen die Welt erschaffen wurde, nicht nach unserer Zeitrechnung definiert wurden. Wisst ihr, was diese Konterversuche sind? Ausreden. Das sind einfach nur billige, stinknormale Ausreden. Wenn die Bibel heute geschrieben worden wäre, dann wären all die Logikfehler, die ich in der letzten Folge gesagt habe, nicht drin gewesen. Wisst ihr warum? Weil man es dann nicht widerlegen könnte. Damals konnte man die Bibel auch nicht widerlegen. Und man nahm an, dass das niemals möglich sein würde. Wer konnte schon ahnen, dass wir irgendwann durch die Feste kommen würden? Und jetzt, wo wir die Bibel widerlegen können, dann sind das auf einmal alles nur Metaphern und Symbolik. Wie praktisch. Die Wahrheit ist, die Bibel ist Schwachsinn. Aber die Kirche kann nicht zugeben, dass sie Schwachsinn ist, weil ja dann rauskommen würde, dass Religion Schwachsinn ist. Deswegen ist es jetzt auf einmal Symbolik und nicht wörtlich. Aber als das hier geschrieben wurde, war es wörtlich gemeint. Es hätte auch in dem Buch heißen können, dass rosa Einhörner die Menschen ausgeschissen haben. Sobald man dann das Gegenteil beweist, dann ist es ja nur eine Metapher. Dafür, dass wir in einer Welt voller Scheiße leben, die von der Sünde rosa gefärbt wurde. Und das Horn ist das Schwert der Erlösung, das wir in unserem Glauben finden. Seht ihr, man kann sich alles so hinbiegen, wie man es gerne haben will, um der Wahrheit aus dem Weg zu gehen und Leuten Dünnschiss zu verkaufen. Und das, liebe Freunde, ist Dünnschiss. Also behandle ich die Bibel genauso, wie sie gemeint ist. Wortwörtlich. Das Paradies. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und all die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktionieren soll mit der Festen da oben. Gibt's da einen elektrischen Mechanismus oder einen Knopf, mit der die Feste wasserdurchlässig wird? Und dann wieder fest, damit das 8. Weltmeer, was wir da oben im Universum haben, nur in Etappen runterfließt? Und Gott, der Herr? Wieso steht da andauernd Gott, der Herr? Reicht Gott nicht oder der Herr? Nein, es muss immer Gott, der Herr sein. Als könnte man ihn verwechseln mit Gott, der Frau oder Penis ohne Vorhaut. Das Buch hätte bestimmt dann die 150 Seiten weniger, wenn da nicht immer Gott, der Herr stehen würde. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, dass er ihn bebaute und bewahrte. Wenn Gott so ein geiler Typ ist, wieso braucht er dann einen Gärtner? Wieso macht er keinen Garten, der keine Pflege braucht? Er hat den ganzen Scheißplaneten in 5 Minuten gemacht, aber braucht irgendeinen Lappen, der den verkackten Rasen mäht? Ernsthaft? Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Erstens, wieso macht er da einen Baum hin, von dem Adam nicht essen soll? Wo ist der Scheißsinn? Wenn der Lappen in 5 Minuten einen Planeten baut, kann er doch fix einen neuen bauen und den verkackten Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen da draufstellen, damit keiner rankommt und verrecken muss. Zweitens, wie soll ein Mensch, der seit 30 Sekunden existiert, überhaupt eine Sprache verstehen? Woher soll er wissen, was Essen oder was Sterben ist? Wie soll er kapieren, was dieser Gott-Typ da von ihm will? Er ist körperlich ein Mann, aber im Kopf ein Neugeborenes. Der würde da hängen wie ein geistig Behinderter oder so. Wisst ihr, wie sich IQ errechnet? Das Intelligenzalter geteilt durch das Lebensalter multipliziert mit 100. Das Intelligenzalter bei Adam ist gleich 0. Sein Lebensalter ist um die 20, damit ist sein IQ ebenfalls 0. Zum Vergleich, der IQ eines Menschen, falls man das noch so nennen kann, mit Down-Syndrom liegt bei 50. Der erste Mensch war also laut der Bibel ein absoluter Vollspasti. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sehe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Also Adam, unser zurückgebliebener Vollspasti, der nicht sprechen, geschweige denn laufen oder sich alleine den Arsch abwischen kann, soll jetzt jedem Tier auf der Welt einen Namen geben. Das hätte ich zu gerne gesehen.
Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Er macht jedes Tier auf dem Planeten und unseren Pflegefall Adam aus Erde. Aber um eine Frau zu machen, muss er Adam eine Rippe rausreißen? Und wie soll man aus einer scheiß Rippe einen Menschen bauen, der dann selber 24 Stück davon in seinem Mistkörper hat? Zauberei! Und Gott, der Herr, gab Adam einen Zauberstab und schickte ihn zum Gleis 9 Dreiviertel. Von da reiste er zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, gewann das Quidditch-Turnier und holte 100 Punkte für Gryffindor. Das war das zweite Kapitel der Bibel. Das nächste Mal der Sündenfall.